Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Heute haben wir die Sammlung vom lieben Ike am Start und wie viel ich letztendlich dafür bezahlt habe und oder bezahlen werde und was sich in der Sammlung befindet, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Draußen pisst's und es gewittert und es ist ein Rotzwetter. Und da dachte ich mir, nehmen wir doch ein kleines Videochen auf. Ich habe ja drei Sammlungen angekündigt gehabt. Das eine war die 250 OCG-Sammlung, mit der ich so noch ein paar Wochen wieder eingestiegen bin. Dann die große 11K-Sammlung und das ist jetzt die goldene Mitte, die sich preislich irgendwo im mittleren dreistelligen Bereich einpendeln wird. Einen festen Wert gibt es noch nicht, den seht ihr dann unten in dem Videotitel, wie viel ich dafür bezahlt habe. Aktuell ist es so, dass noch kein Preis ausgemacht ist. Ich darf mir das erstmal angucken und der Rest ist dann Verhandlungssache. So, wir steigen ein in den Ordner. Also es ist ein Ordner, der ist nicht mal ganz voll, aber ich denke mal gut bis zur Hälfte oder gut über die Hälfte. Und er besteht hauptsächlich aus Promokarten und Ultimate Rares. Ich hoffe, man kann es. Ich muss dem Ding hier mal ein bisschen das Kreuz brechen. So, ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Wir haben einige Karten aus der Master Collection, oben ein schönes Kraftbündnis. Ich werde ab und zu auch mal die Zustände überprüfen von einigen Ultimate Rares und von einigen Karten aus der Master Collection, angefangen eben mit diesem Boy hier. Er hat gesagt, es ist nicht alles im Top-Zustand, aber einige Sachen sollen doch ganz gut sein. Da schauen wir doch gleich mal. Der ist zum Beispiel nix für meine Sammlung, der hat hier eine Delle. Traurigerweise, es wird hier übrigens ziemlich viel geresaled werden, also ich werde aus der Sammlung wohl sehr, sehr viel wieder abtreten aufgrund der Zustände. Denn es wurde bereits schon angekündigt, dass hier einiges nicht ganz hundertprozentig topmint ist, aber trotzdem in sehr guten Zuständen. Also falls ihr Interesse habt, einige Karten davon zu erwerben, dann meldet euch bei mir via Instagram oder Discord. Beide Links findet ihr in der Videobeschreibung. So, dann machen wir mal weiter. Was haben wir hier? Oben eine Guardian Sphinx. Guardian Sphinx, da wollen wir auch mal gerade gucken, weil Guardian Sphinx ist echt eine coole Master Collection Karte. Die hat lauter Scratches auf dem Bild. Seht ihr das? Richtige Furchen drin. Ansonsten sieht die eigentlich wirklich gut aus. Diese komischen Dellen hier drin, die sehen halt echt nicht hübsch aus. Und hier oben hat sie auch eine Beule, okay. Zweimal kontrolliert, zweimal schlechter Zustand. Dann schauen wir mal weiter. Okay, Tynan, die Sphinx wäre vielleicht noch was man sich angucken könnte. Vom Zustand her. Ich frage mich, warum sie eigentlich nur Tynan gemacht haben und nicht auch die anderen. Dann hätte man wenigstens ein komplettes Set zusammen. Die sieht aber ganz gut aus tatsächlich. Ich werde das auch alles im Detail nochmal nach dem Video angucken. Das ist eine Ultimate Rare, die zumindest vor kurzem noch sehr viel wert war. Aber brauche ich gar nicht anfangen. Schaut mal hier unten. Brauche ich gar nicht rausholen. Die ist komplett im Eimer. Okay, hier wäre vielleicht noch der Flammenflügelmann ein Ding, das man sich angucken könnte, weil der First Edition ist aus The Lost Millennium und der sieht eigentlich, ist der hübsch, aber der hat hier eine Delle. Warum hat er hier eine Delle? Why? Guckt euch das mal an, der ist wie Booster frisch. Denn ansonsten hat er gar nichts, wirklich gar nichts. Wenn das nicht wäre, PSA 10 oder so, ne? Okay. Ich verfalle jetzt noch nicht in Depressionen. Dann schauen wir mal weiter. Also ihr seht, wir haben hier jede Menge Altis, alles Ultimate Rare und Promo, also Promo-Ulti-Ordner, komplett durchgemischt. Spielmarken-Festival, auch ganz cool. Die Karten der Heiligkeit würde ich mir auch gerne angucken, aber da komme ich nicht hoch. Muss ich mir immer so vorbeugen, habe ich Angst, gegen das Stativ zu klatschen. Das heißt, das werde ich mir später angucken. Heldensignal, da machen wir mal weiter. State Warrior ist ganz cool. Faith King Truesdale ist nice. Kinetic Soldier, also dieses Set oben ist auch cool. Ich hoffe, das ist in gutem Zustand. Das muss ich mir nach dem Video anschauen. Die Insekten sind nice. Grab Oja, Wildspree Ruin aus DOD. Mittlerweile auch 20 bis 40 Euro wert, wenn sie im guten Zustand ist. Krankerweise. Dann, was haben wir hier? Oh, das ist cool. Die sieht man sehr selten mittlerweile. Ist zwar nicht besonders teuer, die alte, aber man sieht sie wirklich nicht besonders häufig. Was hat sie hier? Ich weiß nicht. Seht ihr das? Das hier? Ich muss gucken, ob das Mini-Dellen sind oder ob das Dreck ist nach dem Video. Abgesehen davon hat sie hier oben... die ist vielleicht für meine private Sammlung noch was, aber für die offizielle auch nichts. Auch nichts. Aber vielleicht für die private, das wäre ja immerhin was. Okay, ansonsten die Sphinx, okay.
ein paar random Altis da unten. Früher wurde ja alles mit Ultimate Rares vollge... was nicht nito nagelfest war. Das ultimative Insekt Level 7 würde ich mir jetzt angucken, wenn sie First wäre. Das mache ich dann aber nach dem Video. 1000 Messer, okay. Auf der linken Seite haben wir die LC02er sowie LC04er Promos und die Götter oben. Die Götter nehme ich mal an, sind in gutem Zustand. Die Sphinxen wahrscheinlich auch. Und selbst wenn, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Das ist übrigens das komplette Extra Pack 1 offensichtlich. Hier noch ein Meteor der Zerstörung. Da sehe ich aber schon durch die Hülle, dass der nicht in gutem Zustand ist. Das ist Flaming Eternity, aber First Edition tatsächlich, okay. Dann. Okay. Blue Eyes White Dragon. Müsst ihr mal auf Market gucken, Leute. Das ist der fucking CT13 Print, ja. Also, wo sie damals noch gesagt haben, der wird nie irgendwas wert sein, Mama. Den gibt es jetzt so oft. Also das hier ist definitiv der Glurak aus Yu-Gi-Oh!, Alter. Egal aus welchem Set. Aus Dusa 20 Euro. Aus Duelist Saga, Leute. Der hier auch 10. Wieso? Why? Und selbst die aus der Legendary Collection Kaiba sind eine Menge wert. Egal welchen Blue Eyes. Die kosten alle 2-3 Euro, Leute. Das sind Karten, die hat man damals wirklich so oft gezogen. Das ist nicht mehr normal. Und hier wird es jetzt richtig interessant. Wir haben hier die drei Karten will ich mir angucken. Das sind alte OCG-Holos, noch ohne Auge von Anubis und noch ohne Set-ID. Muka Muka müsste das hier sein. Die sind hier aus der Booster Series 1 oder aus dem Volume Pack, je nachdem. Und die sehen halt wirklich nice. Also ich schaue die mir nach dem Video nochmal etwas genauer an. Durch die Kamera sieht man das jetzt nicht immer 100%. Aber so, was man durch die Kamera sieht, schauen wir mal den an. Sind die wirklich heftig nice. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie alt diese Karten sind, Leute. Die sind älter als alles, was wir im TCG jemals hatten. Und die sind wirklich in einem guten Zustand, Leute. Das muss man sich mal geben. Ja, und auch der hier. So ein Schreckensschatten oder wie der hieß. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Also die Zustände sind schon heftig. Das sind auch Karten, die sind ein bisschen was wert. Die gehen alle so zwischen 5 und 10 Euro in etwa. Wenn es reicht, da muss ich mich nochmal mit meinem Händler vielleicht auseinandersetzen, was man die aktuell wertet, damit ich dann hier letztendlich ein angemessenes Angebot unterbreiten kann. Was die Götter da oben gehen in Secret Rare, das würde mich auch mal interessieren aus der Tinbox. Die werden vielleicht auch irgendwann noch steigen. Unten sehr schön die Götter in Gold Secret Rare, zwar unlimited, aber trotzdem ganz schön. Den hier sieht man auch selten, das sehe ich allerdings jetzt schon, dass der nicht in gutem Zustand ist. Das Mammut würde mich noch interessieren. Wisst ihr noch, bei dem großen Ultimate Rare Buyout, da lag der in First bei 130 Euro oder so und die Unlimited war auch nicht viel günstiger. Muss mal gucken, was der aktuell geht. Ich hoffe, dass der nicht immer noch gebuyoutet ist. Ansonsten muss ich mich, was meinen Preisvorschlag angeht, an den Verkäufen orientieren. Aber der sieht wirklich gut aus. Den könnte ich vielleicht sogar brauchen. Und ist sogar schon in der richtigen Hülle. Heißt, muss ich gar nicht umsleeven. Okay, was haben wir noch? Chainburst, okay. Austausch. Aber auch nur, weil er gerade unten ist. Schauen wir uns mal an. Der sieht aber eigentlich auch ganz nice aus. Zumindest so von den Kanten her. Jetzt schauen wir mal die Oberfläche an. Ja, der ist eigentlich, der sieht gut aus. Also hinten hat er, glaube ich, einen kleinen Scratch. Ja. Aber sonst wirklich nice. Sehr schön. Also das ist wirklich cool. Das Insekt ist leider wieder in einem schlechten Zustand. Die Insekten sind in gutem Zustand mittlerweile einiges wert, aber ja, so ist es halt einfach für mich nicht zu gebrauchen, versteht ihr? Das heißt, das wird zum Beispiel auch geresealed. Also sehr, sehr viel, was hier geresealed wird. Die ist auch First. Und die ist auch kaputt. Ja. Er hat ja schon gesagt, dass hier ein paar Dinge sind, die halt nicht in so einem prickelnden Zustand sind. Oh, hier wird es interessant, Leute. Hier wird es richtig, richtig interessant. Schaut euch das mal an. Wir haben die perfekte ultimative große Motte, wobei ich hier schon sehe, dass der hier unten einen kleinen Knick hat. Sieht man jetzt nicht über die Kamera, aber das sehe ich, wenn ich hier an der Kamera vorbeigucke. Aber wir haben hier Seiyaru, der auch immer teurer wird aus dem Set. Und natürlich Valkyrion, der jetzt schon, glaube ich, jenseits der 30 Euro irgendwo ist. Und der ist... Der ist clean. Der ist richtig, richtig clean. Sehr schön. Das sind dann so Stücke, die meine Sammlung doch beweihräuchern, wollte ich sagen. Die meine Sammlung doch bereichern. Schaut euch das mal an, Leute. Wunderschön. Auch in einem hervorragenden Zustand tatsächlich. Dann der Seiyaru. Hier Acid Trap Hole und Salamandra sieht man auch sehr häufig aus dem Set in gutem Zustand. Aber der Seiyaru ist normalerweise immer kaputt. Weil man den wahrscheinlich damals gern gespielt hat als Kind oder so in der Hosentasche. Wahnsinn, aber auch der, okay, der hat hier wirklich minimal was, das macht den jetzt für meine offizielle Sammlung unbrauchbar, aber für meine private vielleicht noch.
aber trotzdem in einem schönen Zustand. Also Respekt. Wahnsinn. Also das finde ich cool. Das finde ich echt klasse, dass die in so einem guten Zustand dabei sind. Berserker-Drache wird mich noch interessieren, weil das ist so ein kleiner Liebling von mir. So ein geheimer. Der kann nicht first sein, weil das Dark Revelation kommt. Deutsch. Oh, schaut euch das mal an, Leute. Holy moly, der ist einfach sowas von clean. Die Oberfläche einfach toll. Der kommt definitiv in die offizielle. Kranker Shit. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich jetzt nach dem Video den Ordner nochmal genauer durchgehe. Wie gesagt, durch das Resealen wird wahrscheinlich auch wieder einiges an Geld reinkommen. Vielleicht kaufen wir nochmal einen Lightning Overdrive. Ich habe 2 Displays Lightning Overdrive gekauft, habe 1 aufgemacht. Ich habe dieses komische Geschenkgutschein ähnliche Ding gezogen, diesen komischen Baum da, dieses Link-Monster. Naja. Ich habe das 2. Display ist noch zu, das ist für das End of an Era Opening in ein paar Jahren. Okay. Oh, Knights Title und Zedge Stone. Zedge Stone ist, glaube ich, ein paar Euro wert, definitiv. Da müssen wir mal gucken. Der sieht eigentlich auch ganz gut aus, aber der hat, glaube ich, da oben einen minimalen Knick, so einen mini winzigen Knick. Mal gucken, ob das nur so eine Täuschung ist. Ich sehe es jetzt mit dem bloßen Auge nicht, ich sehe das nur durch die Kamera tatsächlich irgendwie. Und natürlich Knights Title. Das ist tatsächlich eine der Karten, also jetzt abgesehen von den DDS und den FMR-Promos, die man am allerwenigsten sieht, finde ich. Also Knights Title ist wirklich so eine Karte, die siehst du fast nie. Einfach original nie. Schön, dass wir die jetzt hier auch nochmal dabei haben. Mega cool. Nebel des Zusammenbruchs ist nochmal eine Ultimate Rare. Wassercore ist auch nochmal eine coole Secret. Ich weiß gar nicht, ob die gerade was geht. Ich hole sie jetzt mal auf. Ne, die ist kaputt. Ich wollte gerade... einfach runtergefallen. Naja, okay. Gut, dann machen wir mal weiter auf der nächsten Seite. Da haben wir oben einen Flammenflügelmann. Da will ich mir jetzt aber nicht strecken. dann haben wir hier noch ein paar günstigere Promos. Okay, da oben irgendwie. Warum ist da eine Kamen drin? Ist die aus irgendeinem besonderen Set? Ich kann es jetzt nicht sehen. Der ist aus dem Duelist Pack Battle City, aber der ist, glaube ich, auch nicht mehr so fresh. LC-Stuff, okay. Oh, die ist Rare Necro Valley. Wahrscheinlich aus DL1 oder so. Sehr cool, aus dem Millennium Pack. Karte des Untergangs. Weiß nicht, ob die noch was geht. Früher, das ist mit einer der teuersten Karten aus dem Millennium Pack gewesen. Dann haben wir Submarine Void, der ist kaputt. Schicksalsheld Dogma Unlimited, auch kaputt, wie ich sehe. Wolkenkratzer hat, glaube ich, auch einen oder anderen Ditch an der Seite. Okay, mal gerne angucken. Holen wir den mal raus aus seinem Gefängnis. So, die Oberfläche ist wieder erstklassig. Aber an den Rändern haben wir weiße Punkte und da oben haben wir eine Delle. Okay, die ist halt schon nicht mehr so prickelnd. Dann Lady Heat als Secret Rare. Ich glaube, das ist wieder so eine alternative Variante, genauso wie hier Terraform Gravitation. Die, also damals beim Premium Pack 1 und beim Premium Pack 2 war es ja so, dass auch Secret Rares in den Packs zu finden waren. Also, falsch formuliert. Also, es waren die Karten, die eigentlich als Super Rare geprintet waren, auch als Secret Rare in den Sets zu finden, aber halt sehr, sehr selten. Das waren dann so ganz spezielle Packs, wo halt, glaube ich, dann nur Secrets oder 3 Secrets oder so drin waren. Und da waren dann solche mit dabei, die gehen in der Regel immer so zwischen 3 und 5 Euro, die haben einen recht guten Zustand. Tatsächlich hinten ist jetzt vielleicht ein bisschen was, aber ansonsten hier die Knospe gehört auch mit dazu oder hier Lady Heat ist auch eine von denen, die normalerweise als Super Rare auf den Markt kamen. Hier schön das Secret Rare. Als Secret Rare gefällt mir Lady Heat auch extrem gut. Und oben haben wir nochmal Mitsuki. Ist auch cool. Aus dem Premium Pack 2. Der geht, glaube ich, auch 2-3 Euro vielleicht. Weil er auch spielstark ist. Das ist eine gute Zombie-Karte. Das ist ein Ding, das ist mehr wert. Sengenjin Secret Rare aus dem Premium Pack 2. Der dürfte so um die 30 bis 40 Euro gehen tatsächlich mittlerweile. Super Rare, immer noch ein Cent-Artikel. Nicht zu verwechseln mit der World Championship Super Rare, die geht mega viel. Aber die ist ein Prä, der sieht auch gut aus. Der ist wahrscheinlich ein Fall für meine offizielle Sammlung. Das finde ich nice. Das finde ich cool. Ich finde den Secret Rare auch richtig stylisch. Der Metallwandler ist ganz normal Super Rare. Ich glaube, der hier ist auch nochmal Secret Rare. Obwohl er normal eine Super Rare ist. Was haben wir, was wir hier angucken könnten, möchten, wollen? Vielleicht der Aquadolphin. Ist der? Ne, der ist auch kaputt. Auch zerstört. Also die Altis sind wohl nicht so prickelnd hier in der Sammlung.
Zumindest die meisten. Es gibt hier eine Ultimate Rare. Ich habe das natürlich schon im Video gesehen. Er hat mir das gezeigt, das hat mir ein Video davon gemacht. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diese eine Ultimate Rare, die müsste es auch bald kommen, dass die wirklich gut ist. Ich will jetzt noch nicht spoilern, das seht ihr dann. Oh, sehr cool, Superkriegslöwe. Secret Rare ist nochmal auch eine Super Rare gewesen. Schauen wir uns den Boy doch mal an. Ich hoffe auch, also der geht so 3-4 Euro, glaube ich. Als Secret Rare, vielleicht auch ein 5er. Okay, bei dem bin ich mir nicht sicher. Ah, ne, da unten in der Delle, seht ihr das? Habe ich gerade meinen Daumen drüber gehabt. Okay, der ist leider nichts mehr für die Sammlung. Schade Marmelade. Ich mag vor allen Dingen den Superkriegslöwen. Das ist eine meiner Lieblingskarten in Secret Rare. Dann Elemental Aquaneos. Der ist kaputt, das sehe ich hier schon. Kosmischer Horror. Mhm. Zera-Ritual, ganz normaler Super Rare. Den Superweg. Jumbo Drill. Der ist First Edition. Und kaputt. Und die Prima, die sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, die Prima, die ist gut. Die ist zwar nicht First, aber die scheint mir doch ganz gut zu sein. Das ist wahrscheinlich dann ein Fall für meine offizielle Sammlung. Da gucke ich natürlich danach nochmal, aber sieht ganz gut aus. Überlastfusion Unlimited war auch eine sehr wertvolle Karte. First ging die, glaube ich, über 80 Euro oder so. Die ist jetzt aber kaputt. Dreadmaster kaputt, sehe ich von hier aus. Auch, glaube ich, nicht in so einem prickelnden Zustand. Auch nicht gut. Schauen wir mal weiter. Phönix, Herald des violetten Lichts und Voltanis tatsächlich. Okay, sehr, sehr, sehr schön. Schauen wir mal. Voltanis ist auch so ein kleiner geheimer Favorite von mir. Sieht eigentlich auch ganz okayisch aus. So auf den ersten Blick. Aus Enemy of Justice. Ach, was ein altes Set. Das ist auch ultra nostalgisch, ne? Wahnsinn. Dann haben wir hier noch, ach, Zyklonbumerang, davon habe ich so viele, genauso wie von dem antiken Schloss. Habe ich ja Dutzende von. Dann haben wir den Mech. Der Mech ist im Eimer. Okay. Den grünen Herold, der ist aber auch kaputt, das sehe ich von hier aus. Göttlicher Drache Exilion, bitte sei in einem guten Zustand. Das ist so eine schöne Karte. Nee. Auch beschädigte Ecken. Schau mal, das ist jetzt keine Ultimate Rare, das ist eine ganz normale Booster Holo. Die scheint mir aber ganz gut zu sein, die muss ich hier nicht mehr rausholen. Okay. Oben der Phoenix Enforcer, der scheint mir auch ganz gut zu sein, so auf den ersten Blick. Okay. Dann, oh, jetzt kommen wir zu der Ultimate Rare, die ich meine. Na, ratet mal, welche meine ich? Auf geht's. Richtig, ich wusste, ihr wusstet es. Ha, ich rede vom Elemental Wild Wingman. Den möchte ich gar nicht großartig rausholen, um Beschädigungen zu vermeiden, aber der ist halt schon was wert, ne? Also, der ist halt richtig was wert. Und der sieht gut aus. Er sieht gut aus, Leute. Ich denke, den kann ich hernehmen. Ich hoffe, dass sich das auch nach dem Öffnen widerspiegelt, sage ich mal, wenn ich das dann außerhalb der Kamera begutachte. Der Bronn, der ist kaputt. Das sehe ich von hier aus. Der hat oben Beschädigungen. Oh, Tempest. Bitte, 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 sei in einem guten Zustand. Bitte, Tempest. Du bist in einem guten Zustand. Aus Elemental Energy. Woo! Hätte auch gerne Ultimate Rare sein können, aber das ist auch nice. Dann haben wir noch einen glänzenden. Also die Ultras sind halt auch fett, die hier drinnen sind, ne? Der sieht auch gut aus. Also die Nicht-Ultimate Rares aus dem Set, die sind eigentlich hauptsächlich sehr gut vom Zustand. Nur die Ultimate Rares, die scheißen halt richtig rein. Ja, hier auch angefressen am Rand teilweise. Der ist auch einiges wert, zumindest das First. Der Wasserdrache brauche ich gar nicht fragen. Der oben hier einen richtig dicken weißen Strich. Okay. Und das bringt uns auch schon zur letzten Seite, Leute. So schnell kann es gehen. Und hier haben wir noch ein ganz großes Leckerli. Und zwar Schicksalsheld 4 Monger aus dem Champion Pack 6. Sehr, sehr cool. Den möchte ich ganz vorsichtig rausholen. Denn zu der Zeit, als die Karten geprintet wurden, war die Print-Quali wirklich sauber für den Arsch. Und der ist top. Der ist richtig, richtig top. Sehr schön. Der kommt auch auf jeden Fall in die offizielle Sammlung. Ja, meine Freunde, kurz und knackig, 20 Minuten sind wir durch den Ordner durchgegangen.
Wie bereits gesagt, es wird einiges gereselt, sehr viel von den Ultimate Rares, aber auch ein paar wahrscheinlich von den Promokarten. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach auf Discord oder via Instagram. Auf Discord bin ich gerade am besten zu erreichen. Sollte der Link im Discord-Channel nicht funktionieren, erinnert mich bitte daran, den muss ich nämlich immer wieder erneuern. Weil ich habe ihn zwar eigentlich so eingestellt, dass er nicht ablaufen kann, aber das übernimmt es mir leider nicht. Ja, das soll es aber gewesen sein an der Stelle. Nochmal vorneweg, bitte, falls ihr vorhabt, mir was abzukaufen, nur PayPal. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und einen Comment, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.